Jo Leute, willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Diamant. Im letzten Part haben wir eine kleine Trainingsübung gemacht mit unserer neuen Jana und sie hat schon Level 11 erhalten. Ich will nochmal erwähnen, dass wir auf jeden Fall für die zusätzliche Zuneigung viel mit unseren Pokémon rumlaufen sollten. Viel laufen, viel Fahrrad fahren. Denn dann erhöht sich die Zuneigung auch nochmal zusätzlich. Zwar nicht um einige Punkte, aber schon um ein paar, sag ich mal. Also mit Laufen hat man schon die halbe Miete, sag ich mal. Und ja, auf jeden Fall haben wir jetzt vor, gen Osten zu gehen. Und das machen wir jetzt auch. Vorher reden wir mit dem Fettsack hier. Hallo, ja, du da. Du mit dem coolen Schal. Du hättest den Jungen sehen sollen, der eben vorbeirannt ist. Der war so schnell, ich schaffte es nicht mal, ihm ein Hallo zuzurufen. Na, wen haben wir denn hier, Barry? Hey, Lucky Chain, bitte sag mir, dass du nicht stark geworden bist, Mann. Ich? Sieht man das nicht? Ich bin richtig stark geworden. Los, beweis dir das. Oh Mann, ich muss diese schnelle Sprachgewohnheit an Barry ein bisschen anüben. Das ist ganz schwer für mich. Aber ja, finde meine Stirre Lilie. Mit Level 7. Das sollte normal noch keine Windstoßattacke beherrschen. Zumindest hoffe ich das. Daher gehe ich jetzt erstmal mit einer Stachelspur rein. Aber eine Ruckzuck-Hieb-Attacke ist auch nicht gerade ungefährlich. Und genau, das nächste Statement, das ich jetzt zu diesem Spiel noch abgeben kann, ist die Musik. Ich finde die Musik in dieser Generation absolut grottig. Ich mag die überhaupt nicht. Also das ist bisher die schlechteste Pokémon-Musik von der Generation. Da war sogar die fünfte Generation für mich angenehmer und gerne anzuhören. Ah, das war echt die Katastrophe hier. Das ist echt die absolute Oberbreite, sage ich mal. Ich spule jetzt absichtlich, ich will mich nämlich jetzt hochboosten. Oh, und es wird gepimmelt. Warum wird bei uns gepimmelt, wenn zur Hölle die einen Schlüssel haben? Ich muss mich möglicherweise gleich wieder auf stumm schalten und dann sieht man sich einfach gleich wieder, falls es dazu kommen sollte. Ich warte mal. Spätestens dann, wenn drum geschrieben wird, dann muss ich mich auf stumm schalten. Ich höre gerade zu, Leute. Und die rufen nicht meinen Namen. Das wundert mich jetzt. Cool. Dann habe ich doch meine Ruhe erstmal. Ach ja, XP bekomme ich nicht auch viel. Das war nicht klar. Jetzt kommt Schelast. Und trotz dieses ausgeglichenen Typs haben wir gute Chancen, gegen dieses Schelast anzukämpfen. Wir setzen Stachelspore ein und senken A seine Initiative auf 30% runter und B die Chance, dass es nicht wirklich schnell angreifen kann. Zumal Schelast als Schildkröte auch nicht wirklich schnell ist. Ich setze jetzt noch eine Wachstum ein. Und erhöhe die letzte Stufe von Jana im Spezialangriff. Und jetzt sollten wir auf jeden Fall zum Angriff übergehen mit Absorber. Ich habe früher immer Absorber gesagt, aber ich habe das R seit neuestem erst gesehen. Und dabei ist es Absorber und nicht Absorber. Es kommt von Absorbieren. Naja, ja. Also ich sehe schon, der Kampf wird gar nicht so schwer. Eben weil wir gleiche Typen haben. Tackle macht nicht wirklich viel Schaden. Mit Panzerschutz kann es gerade mal seinen Verteidigungswert stärken, aber nicht den Spezialverteidigungswert. Und das heißt für uns, wir haben freie Bahn, gegen dieses Schelast anzukämpfen. Also es ist uns völlig ausgeliefert, schon allein wegen der Attacke Stachelspore. Fehlt nur noch die Attacke Ekelsamen, das wäre dann das Sahnehäubchen, könnte man sagen. Und ja, wir beenden jetzt den Kampf ganz chillig mit der Attacke Absorber. Und das ist unser nicht verhoffter Sieg. Wir haben ja gewonnen, Leute! Oh mein Gott! Und ich bekomme nicht mal ein Level Up. Ist das nicht cool, Leute? Was ist passiert? Ihr habt verloren? Na, was sehen Sie sonst aus? Ich habe verloren? Wie meinst du das? Das war's dann wohl.
Das war das letzte Mal, dass ich verloren habe. Ich werde der stärkste Trainer, den du je gesehen hast. Und das weißt du auch ganz genau. Das heißt, das nehme ich mir den Arena in den Erzlingen vor. Und davon muss ich ja erstmal richtig fleißig trainieren. Hey, Suse. Aber auch hier trainieren wir natürlich. Wir schauen, dass wir immer auf dem Stand bleiben. Es ist wirklich von äußerster Wichtigkeit, dass wir immer trainieren, immer trainieren, immer trainieren. Man kann es einmal vernachlässigen, das ist dann in Ordnung, aber wenn man nur noch den Trainern ausweicht, dann wird man hier eine ganz schön schwere Zeit haben und das war jetzt ein Riesenfehler von mir. Plinfa, komm rein. Aber zumindest bekommt mein Plinfa nicht alle EXP für dieses blöde Zubat. Jetzt muss ich nochmal zuhören, die schreien mir rum. Und die Unruhe ist reingekommen. Wir finden noch einen Pokéball. Ich bin da immer leicht verunsichert, ob die jetzt schreien oder nicht, aber es scheint nicht so zu sein. Die schreien doch nicht. Ich tausche da nochmal aus, da es jetzt ein Käfer-Pokémon ist, und ich setze jetzt lieber mal Heuler ein. Und mit Pfund hau ich drauf. Wünsche Daisy. Okay, nee, ich darf schon Daisy nicht sagen, das soll man nur bei brutalen Attacken sagen. Außer man vertundigt das Wort Daisy mit Daisy. Dann vielleicht, dann geht es vielleicht, aber dann darf es nicht Daisy heißen bei einer blöden Tackle-Attacke. Ich verstoß gegen mein eigenes Gesetz, ey, das ist katastrophal. Gut, also es sieht jetzt auf jeden Fall schon deutlich besser aus mit meinem lieben Jana. Mit meiner lieben Jana. Man hat sie ja im ersten Part gesehen, wo ich es gefangen hatte. Da war es noch ziemlich schwach, ne? Und da muss ich mich jetzt richtig boosten. Es wird mir wahrscheinlich keine andere Möglichkeit bleiben. Aha, das macht mir nämlich nach. Jetzt aber auch angreifen. Und noch einen letzten Angriff, komm schon. Oh, das hätte dein Tod sein können. Und tschüss. Ich kriege immer noch kein Level-Up. Level-Ups sind übrigens für den Anfang das Beste, um die Zuneigung zu erhöhen von Pokémon. Dennoch kann man das lieber mit den Schritten jetzt verbinden. Jetzt zum Beispiel, kurz vorm Level-Up, könnte ich noch ein paar megamäßige Schritte gehen und dann erst zum Level-Up kommen. Aber nee, das will ich dann lieber doch nicht machen. Wir erlernen die Attacke mega sauber. Da werde ich doch, glaube ich, erstmal auf Nassmacher verzichten. Hat seinen Grund, warum ich noch Absorber behalten will. Hat seine Gründe, Leute. Hat seine Gründe. Genau, ich muss euch später auch noch was in der Höhle zeigen, die wir jetzt gleich betreten werden. Aber das geht, wie gesagt, erst später. Interessant wird es dann, wenn wir den Arena leider besiegt haben. So, Absorber nochmal. Und jetzt gucken wir mal, ob Megasauger schon reicht. Aber ich glaube es nicht. Nein, das war ganz knapp. Schade. Aber jetzt kommt die Liza und das können wir jetzt mit einer Megasauger nochmal plätten. Ja, Subi. Okay. Muss ich gucken, gibt es da noch was? Ja, ein Pokéball, Pokéball, Pokéball. Meiner, meiner. Schutz. Ja, naja, das ist jetzt nicht so überragend. Aber wie gesagt, ich gehe jetzt mal in die Höhle und dann zeige ich euch mal, was es hier drin gibt. Was uns später auch ziemlich helfen wird, weil da werde ich mein nächstes Teammitglied übrigens auch noch fangen. Und da spricht schon jemand mit uns. Ja, na guck mal, du hast ein Pokéball. Du bist doch nicht Nagetrainer, oder? Aber das ist nicht schlimm. Du bist ja schließlich ein Freund der Pokémon und da schenke ich dir diese versteckte Maschine. Und das ist Zertrümmerer, Leute. Diese versteckte Maschine, oder kurz VM, heißt die Attacke Zertrümmerer. Ein Pokémon, das diese Attacke beherrscht, kann kleinere Felsen zertrümmern. Aber um diese Attacke anzuwenden, benötigt der Trainer den Orden der Arena von Erzling. Ohne diesen Orden kann ein Pokémon mit dieser Attacke außerhalb eines Kampfes nicht anwenden. Genau. Und nachdem wir hier den Orden haben und den Stein zerstören können, werde ich euch ein interessantes Pokémon zeigen, welches ich damals ganz, ganz früher ja, bekämpft habe, beziehungsweise, nee, falsch angefangen. Ich habe früher ein Together gemacht mit Blaze.
Pokémon Platin oder Pokémon Diamant oder Perl. Bin mir jetzt da nicht ganz sicher. Auf jeden Fall bin ich da unten an dieser Treppe auf ein ganz starkes Pokémon gestoßen. Ich übertreibe jetzt mal nicht, es ist unterlevelt, das kann ich schon mal sagen. Und es ist für seine Verhältnisse schon richtig brutal. Und das wird auf jeden Fall unser nächstes Teammitglied, das werde ich auf jeden Fall anstreben. Es ist ganz, ganz selten da hinten zu finden, ganz, ganz selten. Daher diesen Part werde ich wahrscheinlich dann auch dafür aufopfern, nur nach diesem Pokémon zu suchen. Und selbst wenn ich es gefunden habe, das Fangen dieses Pokémons wird auch nochmal richtig, richtig hart. Das wird schwer. Das kann ich euch schon mal versprechen, das wird richtig schwer. So, mega sauber. Ihr werdet es dann aber schon bald genug sehen, welches Pokémon ich meine. Mit einem Pokéball ist es wie gesagt nicht wirklich einfach. Da ist seine Vorstufe wesentlich besser zu fangen. Aber wir werden es schon irgendwie packen. Das wird schon gehen. So. Und damit haben wir diese Höhle auch ebenfalls schon beendet und sind jetzt in Erzeling. Juhu, hallo Trainer! Bist du sogar kein einziger Orden? Du Noob! Ich zeig dir, wo der Arena-Orden ist. Ja, wahrscheinlich der Oberpro, wahrscheinlich hat er schon einen Orden und so. Na, das steht zu jemandem wartet. Und was uns dann Barry zu sagen hat? Das sehen wir im nächsten Part von Pokémon Diamant Edition. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß in diesem Part und seid schon gespannt, welches unser zweites Teammitglied sein wird. Es wird auf jeden Fall nicht von den Erzwillingen kommen. So wie Schei schon gesagt, und auch nicht von der Route da oben, sondern wie gesagt bei diesen Gesteinsfelsen, den wir später zertrümmern können. Ich freue mich drauf.